Liebe Jorinde, dear David, sehr geehrte Frau Röbekamp, sehr geehrte Frau Katerbau. It's a great pleasure for me to stand here tonight for the opening of the exhibition, and we have to welcome international guests. But I switch to German, of course. Die Ausstellung Universal Turn, ja, die wir heute eröffnen und auf der ersten und auf der dritten Etage des Hauses spielt, ist für uns, für mich ein Höhepunkt. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Es ist vor allem auch schön, weil wir über 11 Jahre darstellen können, Entwicklung im Werk von Jorinde Vogt. Hier unten geht es mit frühen Arbeiten los und in der dritten Ebene sehen wir eine ganz, ganz aktuelle Arbeit, die vor kurzem erst in Berlin im Atelier am Spreeufer fertiggestellt wurde. Was schön ist, ist, dass Jorinde jetzt da ist und dass sie auch uns ein bisschen durch die Ausstellung führt. Das ist was Besonderes im Anschluss an unsere kleinen Ausführungen. Ich möchte Ihnen vielleicht mal so kurz schildern, wie das zustande kommt, so eine Ausstellung. Es gab im Jahr 2015 in Wolfsburg eine tolle Schau, Walk the Line. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Neue Wege der Zeichnung. Ganz tolle Schau, natürlich mit Arbeiten auch von Jorinde Vogt. Und für uns im Horst-Janssen-Museum ist das immer spannend. Was ist Zeichnung alles? Außer diesem sehr klassischen Ansatz von Horst Janssen. Was kann Zeichnung alles sein? Und wenn Sie sich jetzt umgucken mit dieser großen Arbeit hinter mir, Start Random, dann staunt man schon, was das alles sein kann. Einerseits, und das ist das, was mich wirklich so begeistert hat, ich finde die Arbeiten unfassbar schön und sie sind intellektuell aufgeladen, weil das kommt nicht immer zusammen bei dem Schönen und ja, wie soll ich sagen, wenn man in etwas schwelgt. Das ist natürlich auch so eine Gefahr, dass es auch Oberfläche ist oder vordergründig. Und das ist ein Verdacht, den wir hier nicht haben müssten, weil die Arbeiten wirklich so durchdrungen sind von einer Idee und von einem System, dass wir einfach beides haben können. Und was mich dann noch begeistert hat nach 2 Atelierbesuchen, ist, dass die Entwicklung möglich ist, dass wenn wir gleich nach oben kommen, Sie ganz andere Arbeiten sehen werden. Und es ist immer noch dieser Gedanke, es geht um Wahrnehmung ganz viel, dass es immer noch eine Riesenrolle spielt und auf eine ganz andere Art und Weise dann zum Vortrag kommt. Das ist aufregend. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einen ganz kleinen Exkurs zum Thema, Sie kennen diese Inschrift oder so Parolen, die man manchmal in Museen auch an der Oper zum Beispiel in Frankfurt am Gebäude sehen kann, dem Schönen, Wahren und Guten. Das kennen Sie alle, ne? Das hat man schon mal gelesen, dem Schönen, Wahren und Guten. Dann habe ich gedacht, das ist doch ganz interessant, dass diese drei Sachen zusammenhängen oft. Scheinbar schön, wahr und gut muss das immer irgendwie zusammenhängen. Über das Gute sprechen wir heute Abend nicht, da gibt es ja auch Berufenere, aber über das Wahre und über das Schöne könnte man schon ein bisschen nachdenken. Das immer gekoppelt ist. Jorinde wird jetzt mehr über Wahrnehmung als über Wahrheit vielleicht sprechen, weil es geht ja auch darum, was wir von der Welt mitbekommen, und das ist für jeden etwas, für jeden wahrscheinlich was anderes. Für mich, wenn ich hier stehe, Sie angucke und Sie mich ansehen, dann sind es schon zwei sehr, sehr unterschiedliche Bilder. Spielt aber alles im selben Raum, in derselben Zeit, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die aber schlecht wiedergegeben werden können, zum Beispiel ja, von einem Foto oder von einem Bild, von einem Gemälde. Aber es gibt die Möglichkeit, und das ist das, was eigentlich stattfindet, in der Zeichnung Dinge gleichzeitig oder ja, gleichzeitig aufzuzeichnen, festzuhalten. Und dann kommt man auf so eine Art System, Diagramm, Matrix, wo man viele Dinge eingetragen werden. Und das ist das, was, ja, so ging das los. Und dann hat sich das Werk erweitert mit Farben, mit Formen, bis hin zu Metallen, die jetzt eine Rolle spielen. Wir sind immer noch auf Papier, es ist immer noch irgendwie Zeichnung. Jorinde Vogt hat über Jahre jetzt einen Lehrstuhl gehabt in München für
konzeptuelle Zeichnung und Malerei und ab diesem Semester in Hamburg, an der HBFK in Hamburg, für dieses Thema konzeptuelle Zeichnung. Das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was Horst Janssen macht. Horst Janssen bildet etwas ab. Ne? Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz und das finde ich hochspannend. Neue Wege der Zeichnung. Eigentlich ist es total egal, was ich jetzt sage für Sie. Also eigentlich sollten Sie nur dem vertrauen, was Sie selber sehen und was Sie dann auch dazu denken. Das ist eigentlich auch das Grundkonzept von der ganzen Arbeit. Es geht nicht darum, dass es eine richtige Art gibt, das zu sehen, sondern die richtige Art ist immer die, die Ihre Art ist, das zu sehen. Und ich kann nur was dazu sagen, wie ich das gemacht habe und warum ich das gemacht habe. Aber was es hinterher ist, entscheidet jeder für sich selber. Und der Grund auch, warum ich habe ja ursprünglich eigentlich Fotografie und Film studiert und warum ich bei der Notation eigentlich gelandet bin, liegt daran, dass ich es sehr wichtig finde, dass man auch bei einer Arbeit auf Papier sozusagen in der die Narrative selbst herstellt. Also da, wo man startet, es anzuschauen, wo man endet, macht man sozusagen seine eigene Geschichte mit der Arbeit. Währenddessen ein Film einfach immer eine Narrative vorgibt. Ich habe auch Arbeiten dazu gemacht, weil ich nicht in der Ausstellung, vielleicht nicht klein. Dass sozusagen man Film schaut, es ist wie eine fertige Narrative, die man in sein Leben importiert und seine selbst individuell erlebte Zeit sozusagen damit fast ersetzt. Und hier bei diesen Arbeiten ist es so, dass Sie das eben selbst erstellen, die Geschichte, die sich daraus aus Ihrem eigenen Blick ergibt. Und die Arbeit, die Sie hier sehen, Start Random, habe ich zu einer Zeit gemacht, wo ich in den anderthalb Jahren, zwei Jahren vorher jedes einzelne Element sehr explizit erarbeitet habe und jedes Thema, aus dem das besteht, ist auf jedem Blatt wiederholt, aber immer ein Entwicklungsschritt weiter. Nur der Beginn jedes Themas ist immer um ein Blatt verschoben. Also es ist so eine Matrix, die in sich selbst verwebt ist sozusagen. Mit dem Beginn der Thematik, Sie sehen es auch teilweise visuell, dass dann eine Form immer größer wird oder eine Sache immer mehr. Und Start, der Titel kommt, glaube ich, da, das ist sozusagen wie die Form eines Starts, was diese ganzen Thematiken zusammenhält. Und Random, was auch dieser untere Teil ist, sind, da geht es auch hauptsächlich um diese wie eine Art Energiewirbel, die als Loops gekennzeichnet sind, wie in der Musik, das hier mal wiederholen. Also sozusagen eine andere Form von auch zufälligen Zusätzlichkeiten, sag ich mal. Und die Thematik, um die es hier geht, sind in dem Fall Temperaturverlauf, dann ein Puls, also auch wie von ganz niedrig bis ganz hoch, also in all seinen Möglichkeiten, dann geht diese Popsongs, da geht es eigentlich um Musikindustrie oder wie Kultur Melodien produziert und die aber nur taktweise geschrieben, dass es eigentlich wie so eine Art Geräusch sich ergibt, was jedes Mal sich anders anhört, jede Woche, je nachdem was eingespeist wird. Dann geht es um das Thema zwei küssen sich, ist eigentlich eine als Fibonacci-Folge geschrieben, die der Kuss sozusagen aus zwei, die sich küssen, die Dauer des Kusses und dann der zeitliche Abstand zum nächsten Ereignis, der entspricht in dem Fall immer der Dauer der vorangegangenen Aktion und dadurch werden es ganz schnell ganz viele, am Ende eine Struktur, die sich wie um den Erdball wickelt eigentlich. Und diese Struktur mit diesen langen Formulierungen hier heißt Adler, das ist eigentlich eine, also Adler als alles, was der Adler ist, von heraldisch, symbolisch, wie die Erinnerung an den echten Adler, den man mal gesehen hat, also sagen die Gesamtheit aller Assoziationen,
dazu. Und das ist sozusagen das, womit man die Strecke durch den Luftraum misst, um Luftraum zu beschreiben. Hier unten auch nochmal als Temperatur. Und dann gibt es immer noch die Verortung von Benennung von Standpunkten und doppelten akustischen Impulsen. Das ist wie so eine Art Rhythmusmaschine, die sich sozusagen auch gleichzeitig als Rotation durch das Blatt bewegt. Und auch elektrische Impulse. Dann gibt es noch C4-Detonation, also auch so ein dekonstruktives Element. Und hier sind die, genau, hier sind die elektrischen Impulse. Ich würde jetzt dazu gar nicht mehr sagen, sondern zur nächsten Arbeit weitergehen, es sei denn, Sie haben noch Fragen dazu. Mich interessiert, wie die entstanden sind. Haben Sie die Stifte in der Hand gehabt oder haben Sie irgendwo eingespannt und auf ein Gerät die Linie gezogen? Nee, das wäre mir viel zu umständlich. ich habe die auf dem Tisch oder auf dem Boden gezeichnet und dann eben, das ist eigentlich immer eine Verbindung von zum Beispiel Standpunkt bis hier, das ist ja auch, na, das zum Beispiel, wenn es gerade ist, das ist mit dem Lineal gezogen. Und wenn es geschwungen ist, Freihand. Aktionsablauf, wie der als einzige Form ohne sich für das andere zwischen, außer mit Strom. Das ist ja auch aber ein ganz wesentliches Element unserer Kultur, sozusagen immer mit aufgenommen habe. Sieht das dann so aus, zum Beispiel? Und die nächste Arbeit. Eigentlich kommt diese Arbeit zuerst, weil es ging da darum, ich hatte immer schwarz-weiß gearbeitet und die Frage war, aber die Welt ist ja so farbig, wie kann ich das integrieren, wie kann ich einen Grund finden, dass ich mit Farbe arbeiten darf? Und dann entstand ein Konzept, das ich immer auf jeder Reise, in der ich beruflich war, auch in der jeweiligen Stadt, in den Botanischen Garten gegangen bin. Und immer wenn eine Pflanze mich sozusagen meinen Blick gefesselt hat, dann bin ich näher ran und habe die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Farbe sozusagen notiert, die mir ins Auge gefallen ist, also eine Untersuchung, welche Farben habe ich wahrgenommen. Und dann ist es übersetzt mit einem bestimmten Algorithmus, der war, glaube ich, genau die erste Farbe, die ich wahrnehme, entspricht, also jede Pflanze ist eine Stange von links nach rechts. Und die erste Farbe hat dann die Höhe der Pflanze. Wenn es größer war als dieses Maß, dann sowieso die gesamte Stange. Und die zweite Farbe hat dann die Länge der Farben insgesamt, geteilt durch die Farben insgesamt und so weiter. Das ist dann immer kleiner. Und was dann hinterher passiert, ist, man halt so einen Gesamteindruck hat von allem, was einem wirklich ins Auge gefallen war, ohne dass es hierarchisiert ist durch die Erinnerung. Und unten pro Stange steht dann auch immer ganz genau, welche Pflanze das war. Zum Beispiel also das hier ist der Jardin Botanico in Mexico City, der hier steht. Und dann sind das, ich gucke gerade mal, ob es hier eine gibt, die man auch im Deutschen kennt. Eine Dahlia, glaube ich. Ja, eine Dahlia, genau. Ja. Und es sind Aluminiumstangen und Autolack. Autolack. Ja. Und mich hat halt als Matrix daran interessiert, dass man einmal dieses Industriemaß hat, von 3 Meter Aluminiumstange, die Dicke und
dünne Filigranität der Stangen war immer so, je nachdem, ist das eine Pflanze, die ja massiv ist oder eher filigran. Und dass man auf der anderen Seite durch das Runde eigentlich auch die Unendlichkeit hat. Also so eine Mischung aus wirtschaftlich und philosophisch. Und nachdem da eigentlich so zum ersten Mal so Farbe Thema wurde, habe ich dann angefangen, auch auf farbigem Papier zu arbeiten und direkt auf farbiges Papier zu zeichnen und es dann hinterher auszuschneiden. Und bei der Arbeit, die heißt Japanese Erotic Art, das ist einfach ein Anschauen von vielen japanischen Zeichnungen und die aber anschauen unter der Prämisse, alles nur anschauen, was rot ist, alles, was schwarz ist, alles, was gelb ist, alles, was hautfarben ist und so weiter. Und dann ist das, war das ein riesiger Schnipselhaufen und das dann wieder neu an, also zu sortieren, das war eigentlich wie man so Bilder auseinandernimmt, wie man Wörter auch in Silben unterteilen kann, um dann durch die neue Sortierung eine Art neues visuelles Vokabular zu erstellen. Weil es geht ja, der ganze Grund, warum ich überhaupt diese Arbeit mache, ist, weil ich die ganze Zeit auf der Suche bin nach einer Sprache, die passt. Also die mir eigentlich fehlt für das, was ich wahrnehme. Und immer wieder im Versuch, eine Sprache oder Notation oder ein Kommunikationsmittel zu finden dafür. Das ist Japanese Erotic. Das könnte aber auch German Erotic sein, oder? Kann man auf alles beziehen, genau. Ich versuche meine Arbeit immer mit irgendwas zu verbinden, was mir Spaß macht. Und ich fand diese Zeichnung besonders schön zu der Zeit und hatte mich dann damit beschäftigt und dann habe ich die einfach genommen, als weil mich auch die Kultur sehr interessiert, das Japanische. Und wenn man so zersplitterte oder so an so zerschnittene Körperteile sieht, liegt es daran, dass halt dann darum Kimonos oder Stoffe sind, die eine andere Farbe haben und deswegen wegfallen. Ah ja, okay. Ja. Und eingebettet ist es aber auch wieder in eine Matrix, die sagt Norden-Süden, also eine Achse ist oben unten, dann auch eine Bezeichnung, dass das sich alles eigentlich verschiebt und ständig auf, also reißt, von, oder sich shiftet, auf einer bestimmten Geschwindigkeit, dass es sich dreht und dann auch, wann das stattfindet, vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen, bis unendlich. Und dann auch, wohin es sich ausrichtet, also was für eine Eigenrichtung etwas hat. Also es ist eigentlich auch so ein Modell, was sich ständig in Bewegung befindet und neu sortiert. Und was drunter steht, sind immer dann die Namen der Bilder, aus denen das entnommen ist. Ja, gut. Zwei Arbeiten von eigentlich viel mehr, die sich auf einen Text beziehen von Deleuze, Guattari, Neil Plateau, kennen Sie vielleicht. Für mich war das eigentlich auch im Rahmen meines Philosophiestudiums damals so eines der wichtigsten Literatur, die ich lesen konnte. Und das bezieht sich auf einen Textabschnitt, wo es geht um zwei Tiere des gleichen Geschlechts und der gleichen Art. Und den oszillierenden Bereich in dem des Kampfes oder in dieser, in dem die sind. Und das ist eigentlich alles entlang, es ist so eine ganz verschiedene schnelle Notiz innerhalb des Texts, dann auch ein Versuch, ein Modell zu skizzieren, um sich zu versuchen, das vorzustellen, dann eine Untersuchung, was entsteht bei einem im Kopf, während man das liest. Also eigentlich so eine Art auch Untersuchung, was macht dieser Text eigentlich mit einem. Und, genau. Und diese drei Arbeiten, akustisches Feld, das sehen Sie, das ist immer akustisch.
akustischer Impuls steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder akustischer Impuls und der eine hat 55 bis 45 Lautstärke, der andere 23 bis 77 und der eine hat 56 Sekunden Dauer, der andere 244. Beides ist ein Loop und so ist das alles gegeneinander gezählt die ganze Zeit, sodass sich ständig eigentlich eine rhythmische Interferenz ergibt zwischen den beiden. Also sind es so eigentlich ja, rhythmische Felder, die eigentlich nur durch Zählen und die Gleichzeitigkeit von zwei unterschiedlichen sozusagen überhaupt ihren Rhythmus entfalten. Könnte man das in Musik übersetzen, rückübersetzen? Ja, das könnte man machen. Ja, okay. Sie haben eben gesagt, dass Sie sozusagen einen Grund finden mussten, habe ich es verstanden, von Bleistift, also von Schwarz-Weiß, sage ich mal, in Farbe zu kommen. Jetzt sind wir wieder bei Schwarz-Weiß. Davor. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Genau. Das auch, hier Jobtime-Sheet. Also da geht es eigentlich... Das ist ein Papier, das habe ich mitgebracht von einer Reise nach Sydney. Und die Formulierung, die man darauf findet, ist eigentlich die, der Versuch, ein Territorium zu beschreiben. Und ich glaube, es fiel in die Zeit, als ich mein erstes Atelier gekauft in Berlin, so eine Ruine, da standen nur die Mauern außenrum und dachte so, okay, das kann man jetzt wahrscheinlich, muss man dann sanieren. Oder kann man dann sanieren, wenn man mal Geld dafür hat. Auf jeden Fall war das, und ich war immer total, ich wollte nie irgendwas besitzen und es war für mich ein großes Thema, dass ich mich dann habe fast überreden lassen, habe von meinem Freund damals das zu machen. Und der hatte, glaube ich, auch recht, er sagte, es ist gut, wenn du ein Atelier hast, dann hast du immer einen Platz zum Arbeiten, das kann dir dann keiner mehr wegnehmen. Das hat mich dann auch irgendwie überzeugt, ich habe es dann gemacht. Aber das hat mich total beschäftigt und deswegen kam dieses Thema Territorium in meine Arbeit. Gleichzeitig hatte ich davor auch eine Israel-Reise gemacht und hatte sehr stark diese Erfahrung, dieses Überschreiten der Grenze und wie schwierig das ist in Erinnerung. Und deswegen, daraus sind, aus dieser, ist eigentlich dieses Thema daraus entstanden. Und das ist hier erst, das sind hier zwei Bewegungen, einmal Konstruktion und Dekonstruktion um eine Position herum, dann über eine Doppelidentität von so einer Überlegung, dann verdoppelt sich das, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht und es ist wie ein nochmal darüber nachdenken. Und ich habe damals immer auf diesen Administrationspapieren aus den Ländern, wo ich war, die ich mir immer dort geholt. Und das war eben, das ist ja so eine, also so eine registrierte Zeiterfassungskarte, wann man gearbeitet hat oder wer. Ja. Die Beobachtung im Jetzt, hier ist so ein kleiner Ausschnitt aus diesem Teil der Arbeiten. Und das ist eigentlich wieder genauso. Bis unten der Strom, die Adler, die Detonation waren, das ist hier. Jetzt eine Ansammlung von eigentlich einer bildhaften Text, was auch deswegen ich glaube ich auch das Japanische so interessant fand, weil in der Kultur Bild immer ganz explizit Text ist und genauso genau gelesen werden kann. Und ich habe auch versucht, dann untersucht, was sind eigentlich archetypische Bilder und Formulierungen, über die sich kommunizieren lässt. Und genau, hier sieht man so verschiedene Kombinationen dessen, wie den Splash zum Beispiel, das ist bei allen Arbeiten, die man hier auch sieht, spielt es immer eine größere Rolle. Das können Sie sich auch vorstellen, wenn Sie jetzt so das sehen, können Sie daraus ableiten, aus was muss man dafür tun, dass das passiert. Also es geht jetzt viel mehr um die Haltung, aus der heraus man etwas tut oder auch die Aktionen sind jetzt ganz verschiedene Aktionen. Zum Beispiel der Splash ist ja, da kippt man Tinte aufs Papier und muss damit klarkommen, dass das dann so aussieht, wie es aussieht. Man weiß ja nicht, wie das dann aussehen wird oder was das macht, ob das funktioniert oder nicht. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein, so
so eine Art Relief, sowas so auszuschütten. Und gleichzeitig gibt es dann so, plötzlich solche Formulierungen, so ganz weiche, aus einer Rotation heraus entstehende so eine Farbverdichtung, die ich dann Fokus genannt habe. Darüber gibt es eine Form, das ist eigentlich Anlegemilch, die ist so hin und her bewegt auf dem Papier, während die noch flüssig ist. Und dadurch verfließt die so ein bisschen eine Richtung, ich habe das Ponder genannt, also das Abwägen von etwas. Oder es gibt solche Bereiche, die mit einer Zeitbegrenzung innen eigentlich wie eine Art Nervensystem haben, wo es eher um so ein, ich glaube, da geht es eher darum, dass man sich so anstrengt, seine allerfeinsten Antennen zu aktivieren. Oder es gab damals dann auch solche Strukturen, die so ein Zwischending sind aus Lotus und Gürteltier oder auch Asche teilweise. Und darauf folgt dann eigentlich diese schwarzen Arbeiten mit den Federn. Also erst die und später diese. Und die kamen eigentlich zustande aus, da hatte ich plötzlich mit was in meinem Leben zu tun, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwas reicht sozusagen von hinten durch mich durch oder guckt, ist eigentlich immer so wie so im toten Winkel, wenn man hinguckt, ist es schon wieder weg. Und ich hatte das Gefühl, ich habe plötzlich mit was zu tun, was eigentlich wie so durch die Generation meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter, meiner Mutter sozusagen wie in mich rein zeigt. Ich konnte das nicht benennen, aber es war super wirklich, mit was ich da so umzugehen hatte. Und ich habe versucht, das rauszufinden, was das ist, indem ich das gemalt habe. Und habe auch festgestellt, dass ich nicht weiß, wie weit es weitergeht. Also es geht ja immer in die Bildmitte und dann die Bildkante sagt halt, okay, das kann jetzt noch 14 Kilometer weitergehen oder es könnte auch nach 40 Zentimetern rund abschließen. Wusste ich nicht. Und ich habe dann Federn gewählt, weil die so, ich hatte mich in der gleichen Zeit auch sehr mit dem Fliegen beschäftigt, als auch wie so ein vererbter Traum der Menschheit. Und gleichzeitig sind die, absorbieren die jedes Licht und auf der anderen Hälfte vom Kiel immer reflektieren die jedes Licht. Und diese Charakteristik fand ich sehr gut an zu dem Thema. Und da später sieht man dann, dass das auch wieder kombiniert mit dem Splash und dem Fokus und wie auch teilweise auch eine geschlossene Form entsteht, dass man sieht, okay, das ist vielleicht doch was Autonomes, was sozusagen reißt, vielleicht auch nur durch ein Durchreißt und auch wieder weg ist. Und später, ich mag schon noch 5 Minuten. Alles gut. Bleiben wir 10. Diese Arbeit, die hier hängt, ist dann später für einen Zyklus angefangen, das Lied von der Erde, das ist wie Gustav Mahler, die Sinfonie, wo der eigentlich verschiedene Themen gefunden hat, um zu beschreiben, eigentlich was auf der Erde passiert, wie das Leben auf der Erde ist. Und ich dachte, da war ich so 40 genau, 40 Jahre alt, und ich muss jetzt auch manchmal so mal so Bestandsaufnahme machen, was eigentlich Sache ist so für mich, wie das hier ist zu leben, und habe dann aber meine eigenen 5 Themen gefunden, dann 4 waren es dann nur, und was man hier sieht, ist eigentlich wie so eine Ansammlung von Topografien. Und diese Arbeit lässt sich, also haben wir auch teilweise musikalisch aufgeführt, also man kann die auch in Musik, die andere kann ich auch musikalisch lesen. Was man hier auch sieht, teilweise zum Beispiel das hier. Hier sind, ich arbeite ja auf dem Boden und das sind sozusagen die Stellen, an denen ich meine Knie waren, ganz schnell abgezeichnet, flüchtig, sozusagen die Kontaktstelle zur Arbeit. Dass da oben ist ein Arm oder da unten die Füße. Und die Form ist natürlich flüchtig gezogen,
aber ist dann Anlass, um sozusagen ein rhythmisierendes Element zu benennen innerhalb dessen. Genau, und dann jetzt zum jüngsten Thema von den letzten anderthalb Jahren bis heute. Das ist Immersion, da hätte ich zwei Arbeiten zu. Einmal die dunkle da hinten, so wie diese. Und die kommen eigentlich aus der Entscheidung, auch dass das Papier jetzt nicht mehr weiß ist, sondern dass man das Papier von Anfang an durch Farbe zieht, ehe man das anfängt zu bearbeiten. Also als ersten Schritt ist, kommt daher, dass ich gedacht habe, das ist ja auch im echten Leben so, dass man nie aus der Neutralität heraus etwas macht, sondern man kommt immer aus einer spezifischen Gegebenheit. Und so ist auch die Farbe, die sozusagen meinen Untergrund bildet, sozusagen meine spezifische Gegebenheit für das, was dann hinterher passiert. Und auch beim Trocknungsprozess entstehen teilweise auch so halb zufällige, halb gesteuerte Dinge, wie sowas hier zum Beispiel, die aber halt gerade dadurch, durch diese Heterogenität, die dadurch im Hintergrund machen, wir natürlich auch hinterher eine Art Räumlichkeit geben. Und wenn das trocken ist, als nächstes kommen eigentlich lauter Handlungen, die sowas sind wie den eigenen Umkreis testen, während man auf dem Papier steht, oder verschiedene, auch wie eine Art Handlungen oder auch Positionen auf dem Papier, die eigentlich dazu dienen, wie das selber zu wehren, oder man vermischt sich da sozusagen mit diesem, ich versuche mal zu vermeiden, Meditation zu sagen, weil es stimmt ja auch überhaupt nicht, Meditation, aber eigentlich geht es darum, bei Immersion, dass man versucht, ich habe versucht, welche Arten von Wahrnehmung gibt es eigentlich alle an mir, außer der intellektuellen und der konzeptuellen, und was kann ich mit mir selber veranstalten, damit ich das alles merke und damit sich das auch alles an mir äußert, und wie kann ich Notationsformen dafür entwickeln. Und da ist zum Beispiel dann so eine Art von Strich, das ist ja immer wieder das ganz konzentrierte So machen, das auch, macht man auch gleichzeitig so in sich, das heißt sich, wie so, sich immer wieder nochmal gerade machen innerlich. Oder anderes sind eher so, dass man sich wie, also man sich selber ausmisst oder sich notiert, da ist man gewesen oder so. Auch diese ganzen Abdrücke, die man da so in blau-rot sieht, sind eigentlich alles Spuren vom Arbeiten zum Beispiel. Und dann ist was total Schönes passiert, zu guter Letzt, was man der Arbeit tun noch wieder dunkeln, da ist das Gold, was sich so durchzieht. Das ist ja eigentlich eine Bleistiftlinie, die ist dann hinterher mit Anlegemilch gefüllt und mit 24 Karat Blattgold vergoldet. Und die, eigentlich hat die da mehr so eine hermetische Funktion und verdeckt Dinge, reflektiert Dinge zurück, aber macht keinen Zugang zu dem, was dahinter liegt. Und bei der Arbeit, bei der letzten, ist plötzlich passiert, dass es genau das Gegenteil macht, das Gold, nämlich dass es die einzelnen Handlungen offenlegt und sozusagen betont und dadurch Klarheit schafft. Ja, vielen Dank.